Ja, also das zweite Rennen in der 1900er Kategorie. Auch hier schauen wir, bevor es losgeht, in die Startaufstellung. Ja, da will er sich schon losschicken, der Rennleiter. Haben wir gar keine Zeit. Nee, immer mal ganz ruhig bleiben. Vielleicht hat er einen Funk nicht gehört. Also wir wollen uns natürlich anschauen, was hier los ist. Und damit kann es jetzt im Prinzip losgehen. Also auch hier wieder eine Einführungsrunde. Nochmal rumtuckern sozusagen. In der Hoffnung, dass alle Fahrzeuge noch laufen. Und die laufen schon eine ganze Weile. Dass der Sprit also auch reicht. Auch das haben wir Ihnen in den letzten Jahren oft genug erzählt, dass es besondere Anordnungen gibt. Der Kühler wird rein verlegt in das Auto, auch der Tank an eine sichere Stelle im Auto. Kühler ist klar vorn mit die empfindlichste Stelle hier bei einem Stockcar-Rennen, dass nicht sofort immer einem der Kühler um die Ohren fliegt. Aber Kühler im Auto heißt allerdings auch, so richtig kalt ist es nie in einem Stockcar. So, und damit kann es losgehen. Gerald Asamoah gleich ganz innen und Adrian Sutil versucht dort gleich vorbeizugehen. Aber das ging eher ein bisschen nach hinten los. Und Asamoah kennt hier überhaupt keine Freunde. Der macht dem Formel-1-Fahrer aber sowas von die Tür zu. Sofort rote Flaggen. Das nach einer halben Runde, weil da hinten liegt einer auf der Seite. Wer ist das denn? Da liegt der Erste schon auf der Seite. Sofort rot draußen. Also, Gerald Asamoah, einer der nettesten Fußballer, die ich überhaupt kenne, hat sich hier überhaupt nicht von seiner netten Seite gezeigt. Und dort steht einer schon hochkant. Das kann schon mal passieren. Was ist los? Verbröselt der Schuldige. Zumindest scheint sein Fahrzeug nicht mehr zu laufen. Er müsste jetzt Platz machen. Auch das wurde vorhin im Fahrerbriefing nochmal extra gesagt. Es wurde von Manni Ludolf angesprochen, der dann sagte, sollen wir ein bisschen zurückfahren dann? Ja, das wäre mal ganz gut, wenn man ein bisschen zurückfährt, damit man ein Auto wieder umdrehen kann. Hier vorne erst einmal Asamoah. So hat dann Glück, dass die Rennsituation gestoppt wird, denn hier war Sutil plötzlich vorbei. Und Hospower, zack, hier kriegt er voll einen ab und sieht plötzlich die Welt verkehrt rum. Also er war das dort offensichtlich, der was abgekriegt hat. So, jetzt ordnen wir uns alle wieder. Die kleinen Kettenfahrzeuge müssen erst von der Strecke fahren. Also hier. Das war das Fahrzeug, das erste, was also auf der Seite stand. Rauchentwicklung, scheint nichts mehr zu gehen. Zeigt der Streckenposten an, deswegen bleibt rot draußen. Und deswegen wird der wohl jetzt hier weggeholt. Motor läuft nicht, hinten noch irgendetwas abbekommen. Also dort wirklich im hinteren Raum, wo man ja so einen Sicherheitskäfig hat mit Verstärkungen. Dort im Innenraum also Kühler und Tank. Vielleicht irgendwas abgerissen. Raucht auch ganz schön. Also das ist natürlich bitter. Schauen Sie mal auf den Punktestand. Das ist alles in der ersten Hälfte. Ja, da läuft das Kühlwasser aus. Wir hoffen, dass es nur Kühlwasser ist. Ja, denn wenn das Benzin wäre, dann würde ich mal zusehen, dass ich aus dem Auto rauskomme. Aber das hätten die Streckenposten längst gerochen und würden dann schon mit Feuerlöschern daneben stehen. Also der Kühler offensichtlich im Dutt, auch wenn er drin ist. Ein Auto ist raus und das mit 0 Punkten. Können wir nur hoffen, dass es dann, jawohl, verliert ihn sogar noch von der Gabel. Können wir hoffen, dass es in der nächsten Woche dann, wenn es wieder losgeht bei The Voice of Germany, ab Donnerstag in einer Woche also, 20.15 Uhr, dass es da ein bisschen besser läuft. Er ist also raus, das Rennen ist eröffnet. So, und Adrian Sutil konnte die führende Position übernehmen. Also er jetzt vorn. Und es ist ja erst eine Runde komplettiert. Ina van de Maas konnte da auch mit so ein bisschen durchschlüpfen. Müsste auf dem zweiten Rang sein. Frank Buschmann auf 3 konnte damit also seine Position bestätigen. Jawohl, da haben wir die Bestätigung. Und Klavs, der ja sehr weit hinten stand, schon auf dem 4. Rang. So, wer steht denn dort noch quer? Alle fahren vorbei. Asamoah scheint das zu sein. Ja, Gerald Asamoah, stand der etwa noch vom ganz vor Anfang dort oder hat er sich schon wieder gedreht? Hier kommt Adrian Sutil an, innen ist Platz, der geht vorbei. Jawohl, der zeigt, dass er Profi-Rennfahrer ist und geht dort knallhart vorbei. Übernimmt also die Führung. Trotzdem noch viel in einer Runde, allerdings hat er keinen so richtigen Verfolger. Und der versucht auch noch sein Fahrzeug zu schonen, sehen Sie das? Der hält sich hier aus jedem kleinen Scharmützel raus. Der könnte jetzt natürlich auch dort vor sich das Auto mal ein bisschen sich zur Brust nehmen, macht das aber nicht. Weiß also, dass er in Führung ist. Ja, jetzt ist Platz innen. Dann fährt er vorbei. Und auch nicht gleich. Doch. Dann nimmt er schon den ersten auf die Hörner. Das war das Pizza.de-Auto, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, Sutil ganz klar in Führung. Wo ist Lina van den Maas? Wie weit ist sie dahinter? Ja, Software-Pyramide fährt vor ihm.
eBay Motors auf 2, Need for Speed, Most Wanted auf 3, Mr. Lady auf 4, Cola Rebel auf 5. Wir sehen die Ergebnisse. Softwarepyramide könnte das nächste Opfer werden hier für Adrian Sutil. Allerdings schön innen fahren, so hat man keine Chance, innen vorbeizufahren. Vor uns sogar noch eine Stoßstange rumliegen, weiß gar nicht, wer die verloren hat. So, und damit, ja, da muss er sich doch Platz verschaffen. Dann ebenso Adrian Sutil. Aber dadurch, dass er aufgehalten wurde, ist jetzt jemand hinter ihm. Sutil ganz klar in Führung, keine Frage. Letzte Runde läuft. Also, 90 Punkte hat er. Nina van den Maas müsste den zweiten Rang halten. Sutil fährt hier ungefährdet zum Sieg. Da kommt die Zielflagge für ihn. Die anderen müssen noch weiterfahren. Also, Flagge draußen. Runde zu Ende fahren für alle, die in der gleichen Runde sind, um die Platzierungen mitzunehmen. Ein Fahrzeug also draußen, The Voice. Dort vorsichtig muss man auch sein, dass man nicht in die Trümmer reinfährt, sonst ist auch mal schnell ein Reifen platt. Also Adrian Sutil für das TV-Total-Team holt sich hier den Sieg in diesem Rennen, wird nachher also dann im Carabolage-Rennen ganz hinten starten, hat damit also die beste Position, die meisten auf die Hörner zu nehmen. Aber Lina van den Maas für eBay Motors tatsächlich auf dem zweiten Rang. 13. dahinter, nur Alexander Klaffs. Und hier das Pizza.de-Auto von Brösel, mal leicht mitgenommen. Na, wer nicht aus dem Weg geht, der wird eben auf die Hörner genommen. Da sehen wir es nochmal. Boah, hat sich vielleicht auch schon in der Beziehung so ein bisschen warm gefahren, der Adrian Sutil. Denn das muss man nachher können. Also um 45 Grad ein Auto drehen. Jo. Dann gibt es eine Wertung oder am besten auf das Dach legen, dann gibt es die große Wertung. So, schönes Rennen, aggressiv, gleich mit viel Action in der ersten Runde. Hat eigentlich versucht, ja, die Drehung von Hensler. Adrian Sutil hat versucht, viel Ärger aus dem Weg zu gehen. Manchmal kann man es nicht vermeiden und da muss man eben reinhalten. Wir schauen uns mal ganz kurz den Stand an nach diesem ersten Lauf. Sehender Adrian Sutil liegt auf dem ersten Platz, eben gerade noch mit Charlotte gesprochen, TV Total Team. Lina van der Maas, eBay Motors, Alexander Klaffs für Mr. Lady auf der 3. Frank Buschmann, gar nicht so schlecht, auf dem vierten Platz. Need for Speed ist das Team. Und dann kommt der erste Teamkollege, und zwar von dir, Jimmy Blue, auf dem fünften Platz. Das war Mario. Kann man zufrieden sein. Auf der 6 Peter Lohmeier Transbaro, Steffen Hensler für Software Pyramide, auf der 7 Brösel, auf der 8 für Pizza.de und Gerald Asamoah auf der 9. Das ist ja enttäuschend. Schade. Wichtige Punkte sind da flöten gegangen, aber er hat es auch nicht so richtig verstanden. Er ist sofort direkt in der ersten Runde in einen Rhein gecrashed. Ja, das erste Mal ist halt schwierig, ne? Auch, also für mich war es genauso schwierig, aber ich hoffe, wir haben ja jetzt noch ein bisschen, wir haben ja noch Joey als Joker. Und mal gucken, vielleicht können wir ja doch noch aufholen. Habt ihr denn auf der Fahrbahn nicht nur die Autos getestet, sondern auch mal geschaut, wie das ist, jemanden zu drehen und umzuschmeißen? Ist das einfach? Ja. Ja, man kennt es so aus den Polizeivideos. Wenn man das im Fernsehen sieht, wenn die Polizei einen verfolgt, und dann dippen sie immer so an der Kante an und dann dreht es einen halt. Aber bei der Probe hat es mich schon irgendwie auf den Rücken gehauen einmal. Ja, das war ich. Ach, du hast ihn gleich direkt schon in der Probe hat er mich mal umgehauen. In der Probe habe ich ihn umgedippt. Wo soll das alles bloß enden? Vielen Dank, Jimmy Blue und natürlich auch Wilson Gonzalez. Ich drücke euch die Daumen für den zweiten Lauf. Wir können euch erstmal ein bisschen entspannen. Jetzt kommen wir aber zur Entscheidung in der 1900er Kubikklasse. Und da kommen wir zu einem Kochduell. Kotaska gegen Hensler. Und eben gerade noch bei uns hier oben auf unserer kleinen Insel Gerald Asamoah, ein Schalker Jung, der die Arena zum Kochen bringen will und ganz viel versprochen hat. Aber ehrlich gesagt eine eher schlechte Position bekleidet bei diesem zweiten Lauf in seiner Klasse. Aber wer weiß, was er da reißen kann. Eine gute Position hat diesmal aber auch wieder eine Dame, und zwar Lina van den Maas. Die ist auf Startplatz Nummer 2. Und mehr zu den Fahrern und zu ihren Positionen, das sagt Ihnen und euch jetzt natürlich der Ron. Also das zweite Rennen, bei dem gleich hier die Pokale vergeben werden. Ja, die Siegerehrungstribüne musste erst noch weggeräumt werden. Da musste auch noch ein bisschen Sekte weggemacht werden auch. Aber trotzdem, wir haben ja Onboard-Kameras, deswegen schauen wir uns mal an. Ganz hinten wird stehen mit 100 Punkten und damit auf der besten Position Adrian Sutil. Von 2 auf 1, also eine kleine Verbesserung. Aber trotzdem hat die beste Position, die beste Ausgangsposition. Mehr Plätze gut gemacht hat da schon Lina van den Maas. Sie von 4
auf 2, steht also auch in der letzten Runde, hat damit sehr, sehr viele Autos zum Drehen vor sich. Dann Alexander Klavs, der hat einen großen Sprung nach vorne gemacht. Von 9 auf 3 im ersten, im Stocker-Rennen also. Dann Frank Buschmann, einen Platz verloren, sich trotzdem gut verkauft. Von 3 auf 4, er also für das Need for Speed Most Wanted Team. Dahinter, beziehungsweise davor, dahinter in der Tabelle, Mario Kutaska von 6 auf 5. Auch 90 Punkte, also alle mit der gleichen Punktzahl. Dann Peter Lohmeier für Transparo.de von 10 auf 6. Also der hat auch sehr, sehr gut hier aufholen können. 80 Punkte von 8 auf 8. Hat 70 Punkte, hat also seine Startposition behauptet. Dann Gerald Asamoah von der Pole auf 9. Also er steht in der ersten Reihe und damit kann er schnelles Opfer werden. Es sei denn, er kommt schnell um die Ecke und weg da vorne. Und dann, ja, Power Haas, das Team von The Voice of Germany, im Rennen Nummer 1 ja schon Punktelieferant gewesen. Vorhin von 5 auf 10. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es ihn hier ähnlich ermittelt. Wir werden es gleich sehen. Da stehen 2, 4, 6, 8, 10 Autos bereit und damit kann es im Prinzip losgehen. Alles gecheckt, alle Autos laufen, die Rennleitung geht natürlich nach vorn, wird sie noch einmal vorbei winken. Also die Liste, wo dann auch die Startaufstellung steht, kann jetzt weg. Sie werden auch eine langsame Einführungsrunde fahren und ich bin sehr gespannt, ob es auch hier gleich am Anfang so zur Sache gehen wird, wie im allerersten Rennen in der 1500er. Also die mittlere Klasse, 10 Minuten stehen auf der Uhr. Und mal sehen, wie viele Autos hier den schnellen Stocker-Tod sterben werden. Pyroschranke geht auf, Fahrzeuge fahren los. Und wenn sie rum sind, zuerst durch die Agent-Ranjit-Kurve, dann die Gegengerade, dann die Druckerei.de-Kurve und dann auf die Start-Ziel-Traverse. Da kommt grün. Ja, das heißt, es ist wirklich für Power Haas da vorne wegkommen. Da kann man nicht gedreht werden. Pizza.de mit Brösel. Naja, so richtig erwischt hat er ihn nicht. Und löst dort gleich den ersten Stau aus. So, ein Auto auf der Seite. Sah aber auch so aus wie aus eigener, ja, aus eigenem Verschulden. Denn da war kein Auto zu sehen. Wer ist das? Sag nicht, das ist ein rotes Auto von The Voice. Hier erstmal waschpakete.de. Gerald Asamoah. Ja, tatsächlich. Entweder sie bringen den anderen Punkte oder sie legen sich selbst auf die Seite. Mein Gott. In der Country-Welt scheint man kein Auto zu fahren. Na klar, die sind ja sonst nur mit Pferden unterwegs. Hinten rechts war auch irgendwas mit dem Rad. Jetzt gucken wir uns die Aktion nochmal an. Zack. Ganz klares Eigenverschulden, war überhaupt kein anderes Auto in der Nähe. So sieht es von innen aus. Vorsicht, mal gucken, ob er die Hände schnell wegnimmt vom Rad, vom Lenkrad. Naja, so bedingt. Aber zum Glück hat auch er die Scheibe im Lenkrad, sodass nichts passieren kann. Gerald Asamoah auch schon hier auf dem Abschleppfahrzeug. Das TV-Total-Auto haben wir dort gesehen von Adrian Sutil. Wie sieht's aus? Noch niemand hat irgendeine Wertung bekommen. So, da ist der gute Gerald selbst reingefahren gerade in die Bande. Ja, und auch da hat der Winkel nicht ausgereicht. Nur jemanden in die Bande zu bohren, lieber Brösel, reicht nicht aus. Weiter geht's. Also, jetzt heißt es Punkte machen. Das, oh, das war knapp. Waren das 90 Grad gerade? Wird es die erste Drehung geben? Jawohl. Sutil bekommt eine Wertung und Brösel auch. Und dafür Brösel gleich einen Überschlag. Rot, da wird jetzt erstmal gecheckt, ob alles okay ist. Also, wer wird diese Wertung bekommen? Bekommt sie jemand? Jawohl, ich sehe bei Adrian Sutil eine 50, also eine große Wertung. Achtung hier, voll aufs Heck, dreht ihn weiter, versucht runterzukommen, bremst dann ab, damit er das Auto nicht selbst abbekommt. Brösel einmal sich überschlagen, kann er weiterfahren, ist die nächste Frage, die noch zu klären ist. Ja, und so rumpelt das drin in so einem Auto. Brösel, der also selbst schon auf dem Treppchen war, selbst schon mal siegen konnte, ist hier also erstmal das Opfer. Und Gerald Asamoah ist wieder da und wird sofort gedreht. Waren das 90 Grad? Könnte sein. Ja, hat Buschmann die Wertung bekommen? Sieht so aus. Also 1, 2, 3 mit Drehungen, einer mit Überschlag. Sutil führt das Rennen an. Und der nächste auf dem Dach, Brösel. So, schön, können wir uns auch mal so ein Auto von unten anschauen.
in den Stoßfänger zu erkennen. Alles noch heil. Und die haben gut lachen, liebe Kollegen. Gleich seid ihr dran. Also, wer macht es diesmal? Das Transparo-Auto, wie es aussieht. Und damit Peter Lohmeier. Also hat er die Wertung bekommen, genau, und liegt damit auf dem zweiten Rang und kann somit Adrian Sutil ein bisschen auf die Pelle rücken. 140 Punkte Lohmeier, 185 Punkte für Adrian Sutil. So, Brösel, oh, ich hab's ja gleich doppelt, aber da gibt's keine doppelten Punkte dafür, keine Angst. Brösel weiß also hier offensichtlich gar nicht mehr so richtig, wo vorne und hinten ist, wobei das auch so ein bisschen sein Normalzustand ist. Also, Lohmeier kriegt diese Wertung, wartet dort auch noch schön, hat noch ein bisschen gehofft, dass er wieder auf die Räder kommt, dann hätte er sich gleich das zweite Mal vornehmen können. Rot ist noch draußen, Brösel also Probleme am Auto, der muss runter von der Strecke. Jawohl, der ist also draußen. Wen haben wir noch alles? Ja, weiter geht's, alle anderen fahren noch. 2, 4, 6, 8, 9 Autos, genauso ist es. So, Adrian Sutil vor sich ein bisschen Platz. Hier gibt es die Wertung. Ah, ist er nicht konsequent genug entgegengefahren. War das Buschi? Sah ein bisschen so aus. Und Sutil, nein, gegengehalten. Also keine Chance für Sutil, noch weitere Punkte zu machen. Behält trotzdem die Führung. Ja, da ein kleiner Stau, nicht abgebrochen. Keine rote Fahne draußen. Es dürfte also weitergefahren werden. Buschmann fährt auch noch, aber jetzt kommen sie hier an. Wir haben offensichtlich im Autoradio nichts von diesem Stau gehört. Hier innen, die Innenbahn macht sich auf. Man konnte auch in der Mitte noch durchfahren. Auch Power Hoss fährt wieder. Und kriegt gleich einen ab und das gibt eine Wertung. Das gibt eine Wertung für die Software-Pyramide und damit für Steffen Hensler. Au, das hat er schön gemacht. Das hat er schön gemacht. Erst ganz leicht gegen, so nach dem Motto, reicht das oder muss ich noch mal nachlegen? Auch hier sieht man, erst eine Rundenwertung. Keine Drehung, keinen Überschlag. Also auch hier eher der Punktelieferant. Sutil vorn. Klavs auf dem zweiten Rang sehe ich hier gerade. Der hat viele Runden gefahren, zwei Drehungen schon für sich. Dann Steffen Hensler auf dem dritten Rang. Punktgleich allerdings mit 150 Punkten mit Lohmeier. Gucken wir uns nochmal diesen Überschlag aus der Onboard an. Na, Vorsicht da. Mit der Hand, genau, lieber auf die Brust nehmen, lieber weg. Auch das kann man so ein bisschen trainieren und damit ist er draußen. Und wird sich sagen, kann ich zwar keine Punkte holen, habe sowieso keine geholt bisher, so nerven wenigstens die anderen nicht so. Also, keine Ahnung, was kaputt ist am Auto, auf jeden Fall geht momentan nichts. Und ein Punktelieferant ist draußen mit Power Hoss. Gucken, was seine Jungs vom Motorclub Schwabendorf hier hinbekommen, ob sie ihn nochmal reinfahren lassen. Flaggen sind bereit. Nächste für Mr. Ledi ist draußen. Also Alexander Klavs offensichtlich auch mit technischen Problemen. So, Sutil. Na, wird nicht ganz reichen dort. Das wird nicht ganz reichen. Konnte das Cola Rebel Team von Mario Cortasta nicht drehen. So, da wird es ein bisschen laut. Sutil steht. Was ist los bei Adrian Sutil? Versucht zu schalten. Das sieht dann immer so aus, als wenn das Fahrzeug zumindest noch läuft. Oder er versucht, den Leerlauf zu finden und es wieder zu starten. Fakt ist eins, der Führende steht. Und damit hat Buschmann vielleicht die Chance aufzuholen. Also, Buschi liegt für seine Mannschaft Need for Speed auf dem zweiten Rang. Und Adrian Sutil schaltet wie wild an seinem Gefährt rum und nichts geht momentan. Kann keine Punkte machen. Buschmann kommt immer dichter ran. Der hat ja Lohmeier hinten. Kurz hinter sich. Schauen Sie mal die Punkteabstände hier. Nee, Sutils Auto steht nach wie vor. Und Frank Buschmann kommt immer näher. So, und jetzt erlösen Sie ihn so ein bisschen. Jetzt kommt also das akustische Signal. Die roten Flaggen sind draußen. Und wie es aussieht, ist etwa auch Brösel wieder drin. Jetzt erstmal gucken, was Adrian Sutil los ist. Wieder aussteigen. Also schnelles Arbeiten. Wir wollen natürlich, dass es so schnell wie möglich weitergeht. Also nicht zu erkennen, was genau los ist. Wir schauen es uns an. Das ist seine Onboard. Hier, zack, fährt in Kotaska rein. Und dabei, und jetzt schaltet er.
Rückwärtsgang funktioniert. Und jetzt gucken Sie, rechtes Pedal, versucht Gas zu geben. Was ist dort los? Nimmt kein Gas an. Ist das aus, das Auto? Probiert dort alles. Keine Ahnung, was er noch für einen geheimen Hebel dort ganz rechts hat, wo er auch immer versucht gegenzutreten. Die Punkte wird er auf jeden Fall noch bekommen haben, denn das waren 90 Grad, die er den Kotaska da gedreht hat. Der kann allerdings weiterfahren. Adrian Sutil wird gerade rausgebracht. So, wie ist der Stand? Sutil führt noch. Frank Buschmann in lauer Position. Horst Power auf dem 10. Rang. Mit 5 Pünktchen, um Gottes Willen. Was ist denn bei dem los? Und Gerald Asamoah hier auch nur ein paar Runden gefahren. 9. Rang für ihn. Steffen Hensler, der Punktekönig des letzten Jahres mit über 600 Punkten. So. Ein schönes Knäuel hier gerade. Mit dem Auto von Software Pyramide. So, und da gibt es den nächsten Punkt. Für transparo.de. So sah das gerade aus. Das wäre Lohmeier. Der kommt ja also auch langsam von hinten und übernimmt damit den 2. Punkt. So, auch Sutil ist wieder da. Adrian Sutil kann wieder fahren. Aber Lohmeier, 15 Punkte an ihn rangefahren. Dadurch, dass Adrian Sutil gefehlt hat. Welches Auto liegt auf dem Dach? Man will es ja schon gar nicht mehr nennen. Aber Sie sehen auch, wenn man mal drunter geschaut hat, gerade, dass dort eine Verblechung vorne am Vorderachsdifferential zu sehen ist. Also auch so ein bisschen als Schutz, als Unterfahrschutz, dass der Motor ein bisschen geschützt wird. So, auch Klaas wieder drin. Naja, The Voice of Germany. Zack, die wissen auf jeden Fall. Ja, nächste Woche müssen sie sich nur um 180 Grad dann drehen, wenn sie auf den Basser drücken. Hier sind sie heute schon ein bisschen mehr gedreht worden, als nur um 180 Grad. So, wer ist draußen? Ja, ein Auto wird rausgebracht. Wieder das von The Voice of Germany. Den haben wir alles drin. 2, 4, 6, 8, 9 Autos fahren allerdings noch. So, Sutil hält sich aus diesem Gemetzel raus und sagt, jetzt erstmal ein bisschen vorne wegkommen. Denn auch über Runden kann man gut Punkte machen. Das sieht man zum Beispiel bei Lina van der Maas, die jetzt auf dem 2. Rang ist. Die ist schon 12 Runden gefahren, relativ unauffällig. Mit 60 Punkten dafür schon. 2 Drehungen, 50 Punkte, einen Überschlag, 50 und damit 250 Punkte. Also wird das heute der große Frauentag hier. Eben im Rennen zuerst ja mit Charlotte Roach und mit Lucy Diakowska, 2 Frauen auf dem Podium gewesen. Und hier momentan für eBay Motors Lina van der Maas auf dem 2. Rang. So, und Horst Power, das ist ein Rein und Raus hier. Jawohl, Sutil nimmt die nächste Drehung mit. Wird die nächste Wertung kriegen, damit 5 Drehungen. Er hat die meisten Drehungen bisher. Und wir hatten auch schon 4 Überschläge insgesamt. Wer hat die Überschlagswertungen bekommen? Sutil, Van der Maas, Lohmeier und Steffen Hensler. Wir kommen langsam in Richtung Halbzeit. Ach schade, da hätte er konsequent dranbleiben müssen. Das Mr. Lady Auto hatte da so ein bisschen Tendenz, auf 2 Räder zu gehen. So, Sutil hat ganz kurz überlegt, ob er sich dort noch die Software-Pyramide schnappt, aber ist dann lieber durchgefahren. So, wo ist denn eigentlich Gerald Asamoah auf dem vorletzten Rang? Hat 115 Punkte. Hinter ihm ein rotes Auto mit 15 Punkten. So, Sutil. Reicht's für die Drehung? Oh, ich glaube, das waren keine 90 Grad. Kann sein, dass er die nicht kriegt. Ich sehe sie noch nicht in der Wertung. Kann jetzt selbst Opfer werden. Und hat da so ein bisschen Glück, dass ziemlich viele Autos gerade rumstehen. So, das heißt, erstmal anhalten. Jawohl, auch das Transparo-Auto dort erstmal lieber ab. Gebremst. So, aber das Rennen nach wie vor freigegeben. Klaas für Mr. Lady. Gerade zumindest ein Auto im Heck gehabt, aber ich glaube, er ist nicht ganz gedreht worden. So, Sutil mit 345 Punkten. Also wenn der fährt, dann punktet er auch weiter. 70 Rundenpunkte, 5 Drehungen, ein Überschlag. Aber auch das wird nicht gereicht haben. Also die großen Wertungen fehlen bei ihm ein bisschen. Rotes Auto steht mal wieder.
Ja, damit jetzt rote Flaggen draußen. Oh, hier, Vorderachse. Treffer. Reifen von der Felge runter. Bei Mr. Lady. Bei Alexander Klaffs. Ja, da bin ich gespannt, ob der damit weiterfahren kann. Horsepower, ach Mensch, der Ärmste. Kann einem schon fast leid tun. So wie dem Kollegen auch. So, und wird ein weiteres Mal rausgebracht. Ja. Alexander Klaffs, gucken Sie, haben Sie es gesehen, das Vorderrad? Der hat da versucht wegzukommen. Aber in den Rechtskurven natürlich, wo das vordere linke Rad am meisten belastet wird, da hat er natürlich überhaupt keinen Seitengrip mehr dort mit diesem Reifenschaden. Und auch mal nochmal schön zu sehen gewesen. Ich weiß gar nicht, ob das eine absichtliche Kameraperspektive ist, dort auch mal rauszugucken. Lohmeier bekommt hinten Besuch von eBay Motors, von Lina van de Maas. Van de Maas immer noch auf dem zweiten Rang. Lohmeier kommt ein bisschen dichter drauf und der konnte auch Hensler noch nicht so richtig abschütteln. 10 Punkte dahinter und wiederum Alexander Klaffs und Frank Buschmann ist zurückgefallen. Wobei auch er hat nur 5 Punkte Rückstand auf Klaffs. So, da gab es offensichtlich gerade einen Überschlag. Lina van de Maas Auto steht dort. Wir schauen mal. Zack, rein, einen Impuls gegeben und der hat gereicht. Lina also gedreht, muss ein bisschen aufpassen, weil ihr Gitter ist dort gerade aufgegangen, also dass das jetzt gleich wieder versplintet wird. Und das ist natürlich eine Gefahrenquelle. Und da werden Sie es gleich sehen, da geht's hoch. Und die Wertung bekommt Adrian Sutil. 410 Punkte damit für den Profi-Rennfahrer. Hier haben wir nochmal Lina, zack, da hat sie das Ding abbekommen, schnell die Hände weg, sehr clever gemacht. Auch ein bisschen oben abgestützt. Guckt schnell, ob noch alles da ist, wo es hingehört. Dann hat es nochmal richtig schön gerungst. So, fährt Ihr Auto noch? Das ist die nächste Frage. Wo ist Brösel eigentlich? Offensichtlich draußen. Oder? Also, ziemlich viel Schrott auf der Strecke. Das können wir uns gar nicht oft genug anschauen. Rungs. Boff, und da kam gleich der nächste mit Peter Lohmeier vorn gegen. Also das war die Aufnahme, die ihr auch nochmal gesehen habt. Lina van de Maas schüttelt den Kopf oder fährt das Auto oder fährt es nicht. Brösel, der Nächste, der hier rein und raus marschiert mit dem Pizza.de Auto. Ach, und sie ist sauer. Das scheint nicht mehr zu laufen. Auch sie muss jetzt wieder raus. Und das auf dem zweiten Rang. Jetzt müssen wir uns Punktabstände anschauen. Sie hat 280 Punkte. Lohmeier dahinter mit 255. Hensler hat das Podium auch noch nicht aufgegeben mit 2,35. Und Lina van de Maas, ja, muss wahrscheinlich gleich zugucken, wie in ihrer Abwesenheit die anderen Punkte holen. Sie wollte was rausholen auf Sutil, aber hat eher, ja, Punkte verloren durch diesen Überschlag gerade. 100 Überschlagspunkte schon für das TV-Total-Team. Weiter geht's. So, 3,5 Minuten sind es noch ungefähr. So, waschpakete.de, Gerald Asamoah hat dort gerade einen Punkt bekommen, sein zweiter Drehpunkt. Alexander Klaffs sahen wir dort gerade ganz kurz. Naja, Sutil sollte eigentlich fast durch sein. 165 Punkte Vorsprung hat der vor Lina van de Maas, die ja nicht mehr mitfährt. Allerdings Hensler, so richtig die großen Punkte macht er gerade auch nicht. Und jetzt könnte eigentlich, wenn ich Sutil eine Taktik raten würde, dann würde ich jetzt einfach autoschonend fahren. Denn der braucht eigentlich gar keine Punkte mehr. Der muss gar nicht mehr voll reinhalten. Denn dabei kann er auch immer das eigene Auto was abbekommen. Macht er das? Hält er sich ein bisschen zurück? Ja, da lag einer. War es eine richtige Drehung? Mr. Lady auch schon wieder auf dem Dach. Alexander Klaffs. Und hier vorne Peter Lohmeier, hat der sich komplett rumgedreht. Wir gucken mal, wer könnte hier Punkte bekommen haben? Nee, es gab keine weiteren, also vielleicht auch aus eigener Kraft. Allerdings scheint auch das Auto was abbekommen zu haben. Gucken wir mal, wenn, dann war es der Sutil. Zack, fährt ihm hier hinten rein. Oh, ganz klarer Überschlag. Genau, jetzt kriegt er die Punkte auch nachgereicht. 3 Überschläge, 505 Punkte.
Also Adrian Sutil sollte hier eigentlich durch sein. Der sollte sich jetzt vielleicht wirklich lieber ein bisschen aus Scharmützeln raushalten. Und auch das hatte ich so ein bisschen geahnt, dass er hier die Umdrehung selbst gemacht hat. Lohmeier. Peter Lohmeier also. Achtung, sehen wir es nochmal, wie sieht es von innen aus. Schnell die Hand vom Lenkrad, hat er gut gemacht. Ja, und viele fahren auch schon mit offenem Visier. Denn da kann es auch mal sehr warm werden unter dem Helm. So, aber Klaas scheint das überhaupt nicht weiter zu stören. Der scheint auch gleich wieder selbst reinzuhalten, wenn er jetzt erstmal Punkte abgibt. Ja, und Adrian Sutil, kann sein, dass er die auch nochmal mitnimmt hier. Genau, 6 Dinger, 505 Punkte, 6 Drehungen. Oder fehlt da ein paar Grad an 90? 510 Punkte für ihn. Ja, 2 Autos außen, kann eben durchfahren. Gleich sind es nur noch 2 Minuten auf der Uhr. Adrian Sutil, der Haushochführende mit 215 Punkten Vorsprung vor Lohmeier. Aber Lohmeier ist noch nicht durch mit dem zweiten Rang, oder? Denn Hensler hat da noch eine Chance, noch mal mit einer großen Wertung hier vielleicht aufzukommen. Denn Lina van der Maas liegt zwar noch auf dem dritten Rang. Wie sehr würden wir der wünschen, jetzt ebenso wie Lucy zuvor, vielleicht aus der Box zu sehen, wie sie noch aufs Podium kommt. Aber das wird eng und gleich, wenn Hensler 5 Punkte bekommt, dann ist sie durch. Da ist sie wieder. Geht noch was? Kann sie vielleicht wieder reinkommen und mitfahren? Das wäre natürlich ein Ding. Das war gerade Mario Kutaska dort mit dem schwarzen Cola Rebell Auto. Hier Frank Buschmann steht dort auch. Und Adrian Sutil. Nur so schlecht sieht das Auto aber gar nicht aus, dafür, dass er wirklich schon sehr, sehr oft hier Punkte gemacht hat. Ja, der scheint jetzt wirklich nur noch den Punkterekord hier irgendwie zu jagen. Mit 580 Punkten. 635 hatten wir vorhin mit Hensler. Wo liegt Hensler überhaupt? Auf dem vierten Rang. 5 Punkte, aber fährt er überhaupt noch? Ich sehe bei ihm gar keine Punkte mehr dazukommen. Wo ist Hensler? So, und was ist passiert? Oh, Sutil. Adrian Sutil. Ich hab's gesagt, er sollte sich lieber raushalten. Ja, Vorderrad dreht sich noch. 580 Punkte hat er, schaut auch gleich, war also am Killschalter dort offensichtlich, hat gleich ausgemacht, den müssen sie runterholen. War das das Beste, was ihm jetzt passieren kann? War es jemand anderes oder ist er selbst dort vorn reingefahren? Also der wird sich jetzt wahrscheinlich von der Box aus angucken. Man erkennt hier nicht, ob hinten jemand an seinem Heck war. Auf jeden Fall, der Auslöser war die Bande rechts für diese Umdrehung. So, wie sieht's aus? Wie gesagt, mit 580 Punkten wird nichts anbrennen. Auch wenn sie ihn jetzt hier rausbringen gleich, dann wird er sich von der Box anschauen. Nee, aus eigener Kraft. Selbst das passiert einem Rennprofi, dass der einfach in die Innenbande fährt und dadurch sich auf die Seite legt. So, Lina van de Maas nach wie vor Dritte. Denn Hensler kriegt keine Punkte mehr dazu. Auch der scheint draußen zu sein. Wer kann denn dann noch gefährlich werden? Kutaska, wenn der natürlich jetzt noch eine große Wertung bekommt. Ja, Sutil fährt wieder. Also ich würde ihn nicht wieder rausschicken. Ich würde jetzt so tun, als wenn das Auto nicht mehr fährt. Kann eigentlich nur gut sein. Und das scheinen die auch zu machen. Die bringen ihn an die Box und beginnen jetzt schon mit den Reparaturarbeiten. Lohmeier ist auf dem zweiten Rang. Ach, und der liegt nur 5 Punkte vor Lina van de Maas. Hier haben wir die Wertung noch einmal. So, und jetzt punktgleich Hensler und van de Maas. Oh, das wäre natürlich bitter. Und wenn der jetzt noch eine Runde fährt, muss nur die Runde noch rumfahren, dann ist Hensler natürlich alleiniger Dritter. Und das ist genau in diesem Augenblick der Fall. Das ist so bitter, dass der jetzt tatsächlich hier mit noch einer halben Minute auf der Uhr an Lina van de Maas vorbeigeht. Es wird weitergefahren, die letzten Sekunden werden wohl zu Ende gefahren. Auch Steffen Hensler wird hier was abbekommen mit dem dritten Rang. Lohmeier davor und Adrian Sutil schaut sich jetzt von draußen an, was die anderen machen. Seine 580 Punkte, da ist die Flagge draußen, Zeit ist um. Reichen also ganz klar zum Sieg. Lohmeier zweiter, Hensler dritter und ja, sogar Kutaska und Buschmann gehen dort noch an Lina van de Maas vorbei, haben die gleiche Punktzahl, 280 Punkte. Hier der Champion. Hier also für das TV Total Team. Na, so kann es ja wohl weitergehen. Und wir müssen ja auch die Punkte zusammen addieren, auch wenn es für das TV Total Team nichts bringt. Aber es geht ja noch um die Qualifikation
für den Caravan Crash Cup. Da werden also für das Team alle Punkte zusammengezählt. Aber Stefan Raab ist für dieses Rennen ohnehin gesetzt. Das heißt, da ist oder sind die Punkte von TV Total Team und die liegen in dieser Wertung in der Gesamtpunktzahl momentan vorn. Ja, Streichresultat. Also auch der Blick auf die Tabelle wird nachher interessant sein. Wie es aussieht, das wird das 3000er-Rennen dann, also das Rennen in der Königsklasse, gleich entscheiden, wer nachher mit dem Wohnanhänger hier im Kreis fährt. Und dann gibt es ja noch das allerletzte Rennen. Hinten haben wir auch gerade gesehen, auch der Kühler hat da noch was abbekommen oder ein Kühlerschlauch. Da lief also sofort Flüssigkeit auf. Das allerletzte Rennen dann noch, das große Rodeo, wo es nur darum geht, einfach alle Autos zu Schrott zu fahren. Ja, Alexander Klaas war das dort gerade bei Mr. Lady. Da ist also ein Schlauch abgerissen von der Kühlung hinten. Da lief also auch noch mal was raus. Hensler immerhin auf dem dritten Rang. Lohmeier vor ihm, also Software-Pyramide mit einem Podiumsplatz für ihn. Transparo.de, jawohl, da haben wir ihn, Peter Lohmeier mit dem zweiten Rang. Also eigentlich der Sieg hinter dem Profi, muss man sagen. Denn Adrian Sutil, der war ja echt in seiner eigenen Welt. Na gut, und von wem er hier Fan ist, na, macht da keinen großen Hehl draus. Also, Lohmeier, zweiter Rang. Was hat der denn für so einen Weg gehabt? Ja, Zehnter nur in der Qualifikation gewesen. Also auf dem letzten Rang. Dann im ersten Rennen auf 6 vorgefahren und dann auf 2. Also das soll auch ganz, ganz vielen Leuten in der großen Klasse Mut machen. Der Profi gewinnt am Ende. Ein weiterer Sieg also. TV Total und Sutil auf 1 vor Lohmeier und Hensler. Und weiter geht's bei den Kollegen. Also auch die Mittelklasse wurde entschieden. Wir haben eine ganze Menge gelernt. Brösel wurde zerbröselt und hier standen die Favoriten ganz, ganz vorne. Genauso wie 2009. Da hat Adrian Sutil bei seinem ersten Auftritt hier auch gewonnen. Heute wieder mal. Und wir haben einen neuen Trend entdeckt. Und der geht zur Selbstdrehung. Wir schauen uns einmal die Grafik an, um Ihnen nochmal ganz deutlich zu machen, wer auf dem Treppchen gleich und bei der Siegerehrung stehen wird. Also Adrian Sutil mit sage und schreibe 580 Punkten für das TV-Total-Team. Dann ein echter Schalke-Fan, Peter Lohmeier für Transparo auf der 2. Steffen Hensler hat es dann noch geschafft, auf die 3 zu kommen für Software-Pyramide. Mario Kotaska hat das Rennen, das Kochduell verloren gegen Hensler auf der 4. Punktgleich mit Frank Buschmann übrigens, auch auf der 4 für Need for Speed. Und dann eine weitere mit 280 Punkten, eine Frau. Sie war ganz lange auf der 3, hat es dann aber leider nicht mehr geschafft aufs Treppchen. Für eBay Motors Lina van de Maas, Alexander Klaffs für Mr. Lady auf der 7. Gerald Asamoah, viel versprochen, nicht so viel gehalten. Waschpakete.de auf der 8. Brösel auf der 9 für Pizza.de und Horst Power. Viel gefahren, keine Punkte, The Voice of Germany auf der 10. Und damit legen wir los mit der Siegerehrung und Charlotte. Aber sowas von legen wir hier los mit der Siegerehrung in der 1900er Klasse auf Platz Nummer 3. Steffen Hensler. Bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. Und direkt geht es weiter mit Platz Nummer 2. Geht an Peter Lohmeier. Schalke. Glückwunsch, meine Herren. Und auf Platz Nummer 1, Adrian Sutil. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt sich das an? Ja, sehr schön. Freue mich natürlich riesig. Nachdem ich ja vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal gewonnen habe, jetzt das zweite Mal und war riesen Spaß. So kann es weitergehen. Kommst du nächstes Mal wieder? Ja, klar. Komm immer wieder. Super. Für dich noch den goldenen Auspuff und ich bin raus. Ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland.